Willkommen zurück zu meinem Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Machen wir jetzt weiter Part 4. Was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part haben wir Dicta aus dem Stahlberg gerettet. Und naja, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Guten Morgen, Sparks! Ne, das lese ich nicht immer vor. Block. So, mal gucken, was der Briefkasten heute für uns hat. Eine Zeitung. Ich mag keine Zeitung. Ja gut, es gibt jetzt im Moment keine Hauptmission für uns zu tun, weil das Spiel ja auch vorsieht, dass du ein bisschen trainierst. Und damit es weitergeht jetzt in der Geschichte, müssen wir natürlich als Retterteam aktiv sein. Also müssen wir erstmal bestmöglich trainieren und ein paar Aufträge machen. Und davor sollte man, bevor man eine Mission angeht, sollte man immer mal gucken, ob man das Geld, was man noch hat, beziehungsweise die Items, die man unbedingt braucht, dass man die erstmal auf die Bank und ins Lager schafft. Das ist wichtig. Weil wenn du nämlich in einem Dungeon K.O. gehst, könnte es denn sein, dass du gar nichts mehr hast von dem ganzen Kram. So, ich nehme jetzt mal die Donnerhöhle bis Donnerhalbhöhle-Mission. Und die füllen wir jetzt auch aus. 3, 4, 5, das klingt ganz gut. So. Und da sind wir wieder in unserer alten Höhle, die wir ja schon kennen. Mittlerweile sind wir ein bisschen stärker geworden. Teilweise vielleicht sogar ein bisschen zu stark für die Höhle, aber was soll's. Umso schneller kommt man durch so einen Dungeon durch. Böses Pfiffchen. Ich sag der böses Pfiffchen. Feurige, los! Yeah! Ja, okay, das ist jetzt der Nachteil an Link-Attacken. Feurige setzt ihr auch ein, wenn das Pokémon schon K.O. gegangen ist. Ja genau, jetzt wollen wir erstmal was machen. Und zwar werde ich jetzt mal eine Attacke fixieren. Fixieren heißt, dass man die mit Select benutzen kann. Also ohne in dieses Menü zu gehen. Ich gebe trotzdem immer in dieses Menü rein, ich finde das besser. Und wenn ich jetzt das Ginseng trinke, flupp, wird meine fixierte Attacke stärker. Also habe ich jetzt Sonnenschock plus 1 da stehen. Was heißt plus 1? Es gibt einen Angriffspunkt mehr. Also jedenfalls verstehe ich das so. Ein Plosivsamen. Sehr schön. Dinger sammle ich. Warum bist du uns gefolgt? Hast du dafür eine Berechtigung gehabt? Bam! Kann das Steinchen? Das soll nicht abhauen. Da ist er, das Puzzle-Verhältnis. Danke, Puzzle, du hast es aufgehalten. Du bist ein wahrer Held. Wir dachten schon, es wollte sich angreifen. Und dann sind wir eingetreten. Sind wir nicht toll? Nein, ich möchte das eigentlich nicht verlassen. Ich möchte das Abenteuer fortsetzen. So, und da wir schon wissen, wie die Treppe ist, können wir ja schon runtergehen. Bam. Und die nächste Zielebene. Und wieder geht was Geld. Pikachu mag keine Donnerbälle. Pokebälle. Donnerbälle. Was sag ich denn da? Nein. Gerade mal Viertel vor drei heute und ich rede schon wieder Blödsinn.
vielen Dank für die Rettung. So, bla 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 bla. Und weg. Yeah. Und ne. Und alles gut. Yeah. Ich will den Apfel mitnehmen. Auf jeden Fall vorbei, Sparks. Der ist auch vorne an der Treppe vorbei, Sparks. Oh, die letzte Zielebene. Böses Minon. Böses Minon. Ich sagte böses Minon. Minon. So, Eury, das werden wir dir helfen. Fang das Steinchen. Und bam. Und das ist unser letzter Auftrag. Deshalb werden wir jetzt auch das Dungeon verlassen. Yeah. Das ist sehr gut. Top Elixier. Elixier oder Elixier? Ja, so. Waren wir heute nicht großartig? Lass uns Feierabend machen und etwas schlafen. Also bis morgen dann. Speichern erfolgreich. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Sparks. Heute geben wir wieder unser Bestes. Ist sie das? Ist das die Basis von diesem Team Nova? Sieht nach gar nichts aus. Deprimierend, nicht wahr? Welches Retterteam hat auch schon so eine Bruchbude? Das ist ja total uncool. Wer seid ihr? Oh, sieh mal, ein Briefkasten. Okay, yeah. Sieht nach, was drin ist. Jetzt haltet mal die Luft an. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da macht? Treffer, Rettungsjobs. Ja, ist das nicht entzückend? Nehmen sie alle mit. Halt! Die sind für uns bestimmt. Lasst eure Finger bei euch. Okay. Ist doch egal, wer den Job macht. Wir sind nämlich auch ein Retterteam, dass ihr es nur wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Sinne. Willst du wissen, wie es läuft? Als Retterteam kann man sich alles leisten. Keiner mockt auf. Dabei wollen wir nur eins. Die Weltherrschaft. Wie bitte? Die Weltherrschaft. Hört ihr recht? Hör ich recht? Okay, was schon richtig gehört. Deshalb scheffeln wir ordentlich Zaster und stärken unsere Gang. Die Welt ist bald unser. Und weißt du, wer wir sind? Wir sind die Bösen. Team Üben. Genau wie das sind wir. Bald in Dumpfbacken. Jetzt wartet mal eine Sekunde. Und weg sind sie. Was für fürchterliche Gesellen. Oh nein, er ist leer. Sie haben einfach alles mitgehen lassen. Was für ein Glück, Pelipe hat uns Post gebracht. Wir können wieder Pokémon retten. Diese Typen, das nächste Mal, wenn wir sie sehen, sollten sie sich besser warm anziehen. Warm anziehen bei einem Feuer-Pokémon. Ha! Stahlberg, ich war, ich klingt gut, nehmen wir mit. Was sagen wir denn? Elixier. Elixier kommt weg. 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 Und dann nehmen wir mit.
Lage im Hangar. Mein Glück hat die keine Lage. Jetzt kommen noch ein paar Partnerareale. Ein weiteres Partnerareal. Sing ich nicht, das sing ich nicht, das macht halt Spaß, Luffy. Auf zum Stahlberg! Stahlberg Ebene 1. Wir sind in eine Sackgasse gelaufen. Schöne Sache. Komm davon, wenn du mich angreifst. Nein, du bist paralysiert. Du weißt nicht. Bam, nochmal. Nochmal, sag ich. Donnerwelle. Looks okay. Ebene 2. Panze. 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 Nein. Yeah. Oh, und Level 12. Mein Level ist gestiegen. Yay. Aber keine neue Attacke. Meine Zielebene. Ey, hörst du auf, immer wegzulaufen? Vielen Dank. Nein. Bis Ebene 8 muss ich noch kämpfen. Auch nicht schon wieder ein Zickzack. Yeah, und feuriges Level 12. Und er lernt Glut. Das ist sehr schön. Glut ist eine sehr wichtige Attacke. Oh, yeah. Regulärer Angriff fügt mir einen Schadenspunkt zu. Der Rest natürlich zwei. Nein. Ah, Glut geht über Ecken. Das ist sehr schön. Und hat 50 Schadenspunkte zu geben. Meine Güte. Holger, du bist ja richtig mächtig deftig. Ja, schon die Ebene immer. Weiß ich gar nicht. Missionsziele? Und drei fehlt noch. Kann ich doch. Müssen wir mal das Pokémon finden, bevor wir diese Ebene verlassen. Es ist natürlich im letzten Raum. Ey, das gibt's doch nicht. Donnershock. 58 Schadenspunkte. Äppeln? Hätte Taubsi, Ebene 3. Das hier ist Ebene 3. Was ist denn das? Pokémon. Taubsi. Taubsi. Blut, 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 blut. Wo bist du denn? Nicht. Bin ich jetzt blöd?
aus feurige. Das gibt's doch gar nicht. Entweder bin ich dumm oder blöd. Also wenn ich es nicht finde, habe ich es bestimmt schon geholt. Egal. Zu Not wird es beim nächsten Mal geholt. Eine Zielebene erreicht. Was, Feuerriegel? Wie kannst du es wagen, vor mir ein Level aufzusteigen? Böses Feuerriegel. Das gibt's doch gar nicht. Mark ist in den Sack. Ja. Jetzt sehen wir zum ersten Mal, dass der Magen knurrt. Das liegt jetzt daran, dass ich viel schnell laufen gemacht habe. Woran liegt das jetzt? Das, also dadurch wird der Magen ratzfatz leer. Jetzt tun wir mal was von seinem Magen. Ich würde sagen, einfach nur positiv sagen. Jetzt wird der Magen etwas gefüllt. Es sind zwar nur 5 Punkte, aber der Magen wird gefüllt. Wir haben gleichzeitig mal einen Gegner besiegt, das ist 2 in 1. Plus zusammen 2 in 1. So. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Ja. Nein. Ja. Theoretisch dürfte es nicht so bleiben. Bleib doch so, hab ich Taubsi wohl doch schon gut, dann bin ich doch wohl blöd. Ha, ha, ha. Yeah! Yeah! Feuriegel, du bist einfach genial! Du pumpst dich hier nicht vor mir auf. Ja, mir wird schwindelig vorne. Ich versuche aber mal ohne. Oder beziehungsweise erstmal zeigen, dass der Magen leer wird, wie das aussieht, damit ihr das mal wisst und das gesehen habt. Jetzt ist der Magen leer. Wenn ich jetzt laufe, sieht man, dass da oben die KP-Zahl abnimmt. Das ist sehr, sehr, sehr ungut. So, jetzt haben wir erstmal das Taubsier gerettet. Also mit jedem Schritt, den wir jetzt machen, beziehungsweise Zug, der verstreicht, sinkt unsere KP-Zahl. Und ja, was macht man jetzt dagegen? Normalerweise isst man einen Apfel, aber das Problem ist, ich habe keinen Apfel mitgenommen, ich trottel. Aber ich habe noch einen Gummi.
Und das füllt den Magen auch noch etwas. Vielleicht reicht das noch bis zum Ende des Dungeons. Mal gucken. Wenn nicht, dann wenn ja, wenn ja. Gucken wir einfach. Müssen wir mal schauen, ob das reicht. Ich hoffe es mal. Ich habe keine Lust, jetzt großartig noch was zu essen hier. Obwohl ich in echt auch Hunger habe. Auch gleich mal erstmal was zu essen machen, wenn ich den Party fertig habe. Und da ist schon das Pokémon, was wir retten müssen. Feurige, los, setz Blut ein! Nein, nicht die Attacke, ich habe Blut gesagt! Warum hörst du nicht auf mich? Höchstes Feurige! Halt! Da! Hier! Yeah! Vielen Dank! Nein. Ja, genau. Nein, scheiße. Verdammt. Egal. Das ist die letzte Ebene. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Hier ist niemand. Es geht nicht weiter. Zeit umzukehren. So. Wenn man sich verdrückt, muss man das Dungeon bis zum Schluss machen. Ansonsten gilt es als Niederlage. Und das würde ich nicht wollen. Dass man das macht. Das wäre nämlich ein bisschen sehr, sehr, sehr unpraktisch. Belebersamen, sehr schön. Bin noch ein Belebersamen. Hammer. Hammer, 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 geil. Kommt jetzt auch noch ein Belebersamen. Oh. Yeah, wir sind einen Rang aufgestiegen. Neue Rettungsjobs. Nein, noch nicht. Guten Morgen, Sparks. Heute strengen wir uns wieder an. Sparks, Vollriegel. Huh? Wer war das? Oh, Raupi, wie geht's dir? Bitte, hilf meinem Freund. Was ist denn los? Ich habe meinem Freund Safkon im Wald Verstecken gespielt. Aber dann habe ich Safkon nicht mehr finden können. Er ist immer noch da draußen. Verstehe, verstehe. Das klingt gar nicht gut. Hey, was fällt euch ein? Nur keine Angst. Wir sind hier, um deinen Kumpel Safkon zu retten. Jetzt warte mal, Raupi hat uns um Hilfe gebeten. Okay, glaubt ihr wirklich, ihr hättet irgendeine Chance, ihr Amateure? Was sagst du da? Ich sag es doch schon. Es spielt keine Rolle, wer hier Rettungen durchführt. Und derjenige, der eine Rettung erfolgreich beendet, ist natürlich der Held. Hör mal, Raupi, vielleicht willst du nicht lieber, dass wir das machen. Oder gib deine Belohnung doch einfach dem Team, das deinen Kumpel zuerst rettet. Aber ich hab doch gar kein Geld. Mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Du könntest bestimmt deine Eltern überreden, uns eine ordentliche Belohnung zu geben. Oh yeah. Kannst du an seinem Team beitreten? So ein Angebot kannst du doch nicht widerstehen. Wenn du bei uns mitmachst, Raupi, bist du mein Team übel eine große Nummer. So sieht's aus. Feurige, wer zuerst kommt, siegt. Sorry, da hat mein Netbook, mit dem ich die Sprache aufnehme, der hat jetzt versehentlich einmal mein Teamspeak aufgenommen. Soll natürlich nicht sein. Keine Angst, wir retten deinen Freund. Sparks, gehen wir. Der Forest. Hier muss es sein. Safkot hat sich in diesen Wäldern verlaufen.
Gengars Gang müsste bereits hier sein. Wir müssen uns beeilen. Ebene 2. Oh Gott, das ist sehr schön. Ebene 3. Jetzt komm nochmal, nochmal, nochmal. Oh. Eins von Flora, lass uns laufen. Feurigel, Schuft. Juhu, ein Apfel. In diesen Wäldern sind die Äpfel sehr, sehr häufig, glaube ich. Weiß ich nicht, denke ich mal. Aber Äpfel so haben sie immer gut. Da liegt ein Samen. Ein Plosiv-Samen ist immer gut. Weiter geht's. Ebene 4. Feurigel, die musst du essen. Böses Feurigel. Böse. Ebene 5. Oha, ist das ein großer Raum. Nein, ein Sonnenbohrer. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, wieso? Was? Yeah! Und gleich die nächste Ebene. Ich lasse das Geld jetzt einfach mal liegen. Ich will noch versuchen, den Kram hier in den einen Part zu kriegen. Feurigel! Nein! Ich rette dich! Oder auch nicht. Level 13! Yeah! Ebene 9! Yeah! Und Ebene 10, ich komme. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen hat er wollte. Fragia-Beere, brauche ich nicht. Yeah! Feurigel, du bist einfach genial! Ebene 12. Wie viele kommen denn dann auch? Da liegt ein Yummy. Ein dicker Yummy. Gucken, was für ein Gummi das ist. Ein Braungummi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wechseln wir mal kurz mit dem. Dann. Was ist denn das Gummi jetzt? Nein. Da. Wechsel. Nein, nicht wechseln. Mach ihn da. Geben, Feurigel, Boden nehmen und Item Feurigel Einsatz. So, damit Feurigels IQ auch mal steigt, der muss mich auch ein bisschen stärker werden, was das angeht. Im späteren Verlauf des Spiels bräuchte ich ein paar bessere IQ-Taktiken. Da tut sich das immer ganz gut. So, Ebene 13, das ist die letzte Ebene in diesem Wald. Wow, wir sind echt ganz schön weit in den Wald gegangen. Ob wir Safcon mal finden? Stopp! Okay, ihr wisst, wer Safcon zuerst findet. Wir! Wenn ihr weiter wollt, können wir das unmöglich gestatten.
Was? Hey, Gengar, wieso legst du dich immer mit uns an? Oh, weißt du das nicht? Wir wollen doch die Weltherrschaft. Raupis Mami wird uns reich belohnen. Und Raupi wird unserem Team beitreten. Das bringt uns unserem Ziel näher. Geht unheimlich auf die Zunge. Okay, und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir echt leid, aber hier endet euer Abenteuer. Und tschüss, Feurige. So, jetzt müssen wir Team Übel erstmal besiegen. Der will uns, die wollen sich ja unbedingt mit uns anlegen. Werfen! Bam! Auch wenn das jetzt nicht sehr viel ausgelöst hat, aber egal. Donnerschau! Das hab ich abgeschleckt. Ruckzuck! So, was dieser Fluch jetzt bringt, weiß ich nie. Habe ich noch nicht herausgefunden. Yeah, Level 14. Yeah! Besiegt! Au, 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 au! Das werdet ihr bereuen! Darauf könnt ihr euch verlassen! Niemand wird uns noch aufhalten. Suchen wir Safkon! Entschuldigung. Sucht ihr vielleicht nach mir? Du bist bestimmt Safkon. Komm, wir bringen dich nach Hause. Raupi ist schon ganz krank vor Sorge. Hurra! Ich hatte Angst, also habe ich meinen Panzer gehärtet und gewartet und gewartet. Danke. Das ist ja super. Willkommen zurück, Safkon. Danke, Raupi. Und euch danke ich auch, Feurigel und Schwarz. Aber ich habe gar kein Geld. Oh nein, nein, wir wollen doch gar keine Belohnung. Wir sind glücklich, dass Safkon wieder. Dass Safkon gesund wieder hier ist. Cool. Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte. Ich werde auch meinem Retterteam beitreten, wenn ich groß bin. Haha, das wäre großartig. Gib diesen Traum nicht auf. Wie kommt deine Idee? Sparks, wir sollten etwas an diesem Ort machen. Wir sollten eine richtige Retterteam-Basis errichten. Eine, die richtig beeindruckend ist. Das ist cool. Eine Basis ist cool. Ah. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch, ich auch. Aha, das werden wir machen. Strengen wir uns an und bauen uns eigene Retterteam-Basis. Sparks und Feurige, nochmals vielen Dank. In Ordnung, dann macht's gut und pass auf dich auf. Seufz. Wir haben gar nichts verdient, aber wir haben das Richtige getan. Und wir haben Gengar gezeigt, dass er nicht mit uns umspringen kann, wie er will. Das war ein anstrengender Tag. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Gute Nacht. So, das war Part 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.